Und los geht's. Hier ist TV Bayern Live. Herzlich willkommen zu TV Bayern Live. Der geilste Tag. Für jeden gestaltet sich der etwas anders. Den einen reicht schon ausschlafen, den anderen ein gutes Essen oder eine tolle Location. Ja, und die Teenies, die brauchen für ihren geilsten Tag vor allem eins: Schwarmalarm. Und den gab es jetzt in Nürnberg. Passend dazu stellten hier Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz ihren neuen Streifen Der geilste Tag vor. Und das bedeutet Schamoffensive im Kinosaal und viele glückliche Teenie-Herzen. Ja, auf ihnen liegt definitiv der Fokus. Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz. Da darf es dann ein Foto sein oder auch eine Frage im Kinosaal. Und apropos Kino, stimmt, da war ja noch was. Ganz umsonst sind die beiden nicht gekommen. Ihre Mission? Promotion. Gemeinsam stellen Schweighöfer und Fitz ihren neuesten Streifen Der geilste Tag vor. Eine Tragikomödie, die sich mit dem schwierigen Thema Sterben auseinandersetzt. Warum kommen Sie erst jetzt? Es ging mir ja nicht schlecht. Aber jetzt hat er gestreut. Ja. Er. Und wie sind die Chancen? Beschissen. Hallo da draußen. Heute leichtes Ziehen im linken Arm, Mittelfinger und Ringfinger kribbeln. Ich blogge. Aus dem Alltag einer Lungenfibrose. Willst du noch mal was erleben? Ja, schon. Du nimmst einen Kredit auf, wir machen eine halbe Halle. Wir müssen nie was zurückzahlen. Wieso nicht? Weil wir da längst tot sind. Hier war das klare Ziel, das wirklich tragisch möglichste Thema. Und das ist für uns alle natürlich, dass wir irgendwann sterben müssen. Aber das auf solche Beine zu stellen, dass du wirklich, wirklich drüber lachst und dass du auch fast ein bisschen respektlos damit umgehst und trotzdem halt die Leute berühren kannst. Und das, so wie das Feedback bis jetzt ist, ist gelungen. Und das ist natürlich, freut mich. Weil es gab auch Momente, wo ich dachte, das wird nicht funktionieren. Die Story nicht wirklich neu. Zwei todkranke Männer beschließen, ganz à la Knocking on Heaven's Door, auf alles zu pfeifen und lieber mit einem Knall abzutreten. Die Filmkunst wird damit sicher nicht neu erfunden. Der Erfolg spricht aber für sich. Von 0 auf 1 ging's in den Kinocharts. Und das hat Drehbuchautor Fitz vor allem einem zu verdanken. Natürlich, weil Matthias Schweighöfer mitspielt. Wer war besser? Schweighöfer? Ja, Schweighöfer. Ich finde Schweighöfer besser. Schweighöfer. War Schweighöfer oder Fitz besser? Schweighöfer. Ja, der, also ich finde, ich mag den. Also der ist mir sympathisch. Schweighöfer. Na, na, dieser Schweighöfer. Ein richtiger Mädchenmagnet. Das schafft sonst ja eigentlich nur er. Elias Mbarek. Der hatte zuletzt in Nürnberg für Kreischalarm gesorgt und ganz nebenbei sogar noch für eine Kinoevakuierung. Ganz so artet es bei Schweighöfer und Fitz dann doch nicht aus. Trotzdem, die beiden sind so populär wie nie. Fitz der Mädchenschwarm und Schweighöfer der Lieblingsschwiegersohn. Das Image machen ja andere Leute. Das ist ja, das Image machen ja nicht ich. Das habe ich noch gar nicht so gehört. Dann reden die hier in Berlin reden die andere Sachen. Na, Herr Schweighöfer. Bayern ist eben nicht Berlin. Und wenn Sie sich jetzt Ihrer Wirkung immer noch nicht ganz sicher sind, dann einmal zurücklehnen bitte, denn diese Bilder sprechen für sich. Bayerns Bühnen sind Weltklasse, egal ob Oper, Schauspiel, Ballett oder Sinfoniekonzerte. Das Bühnenleben im Freistaat ist reich und hochkarätig. Und weil das so ist, sollen Sie auch etwas davon merken. Heute beginnen wir mit regelmäßigen News und Bildern aus der Theaterszene im Freistaat. Vorhang auf. Aber es ist einfach ein fester Bestandteil unseres Hauses. Was ist eigentlich noch Theater? Eine Antwort darauf will auch heuer wieder das Radikal-Jung-Festival im Münchner Volkstheater geben. Hier sollen 10 aktuelle Produktionen aus dem In- und Ausland zeigen, was die Bühnenlandschaft in den nächsten Jahren prägen wird. Weg von der absolutistischen Regiearbeit hin zum Inszenierungskollektiv. Nach wie vor ein Spiegel der Zeit, aber mit experimentelleren Formen.
Die Essenz könnte aber auch im Weglassen, in der Reduktion liegen. Ich finde das einen wahnsinnig wichtigen Diskussionspunkt, der jedes Jahr entsteht. Also über die eingeladenen Arbeiten, über die Leute, die hierher kommen, in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit, in ihren Qualitäten, in dem, was noch unfertig ist, in dem, was schon fertig ist, einfach wirklich in der Diskussion über das, was junge Leute auf der Bühne machen und inszenieren und zeigen. Radikal Jung, das Festival junger Regisseure zum 12. Mal im Münchner Volkstheater vom 22. bis 30. April. Das Stück 8 Meter im Quadrat bringt viele Facetten von Kindheit auf die Bühne. Es wirft Schlaglichter auf Erziehungsstile, zum Beispiel die schwarze Pädagogik mit Zwang und Gewalt, aber auch auf das Unbeschwerte und Schöne der Kindheit. Zwischen der Begrenztheit des Bühnenraumes und grenzenloser Fantasie agieren die beiden Darsteller in dem 2-Stunden-langen Stück. Die Hauptrolle spielt der Tanz, der sich mit vielen Textpassagen verbindet. Von Grimms Märchen bis zur Dichtung des 20. Jahrhunderts. Zu erleben am 12. und 19. März im Theater Tanzspeicher in Würzburg, einem bayernweit einzigartigen Haus, das sich ausschließlich dem zeitgenössischen Tanz widmet. Mit fast 1000 Projekten sind Kinder und Jugendliche aus Bayern in diesem Jahr bei den Wettbewerben Jugend forscht und Schüler experimentieren dabei. Das heißt, um den Forschergeist in Bayern müssen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Allein in Oberfranken waren es knapp 300 Teilnehmer, die ihre Projekte beim Regionalentscheid der beiden Wettbewerbe an der Hochschule Coburg präsentiert haben. Die Sieger der verschiedenen Sparten werden Oberfranken beim Landesentscheid in Dingolfing vertreten. Ein Siegerteam stellen wir Ihnen jetzt vor. Bonbons aus Haaren. Das klingt jetzt erstmal gewöhnungsbedürftig, aber diese drei Mädels vom Gymnasium Fränkische Schweiz in Ebermannstadt haben sich mit genau diesem Thema für Schüler experimentieren beschäftigt. Also wir haben Haare hydrolysiert, um ein Nahrungsergänzungsmittel daraus zu bekommen. Und das haben wir dann in Bonbons hineingefüllt. Dadurch, dass Haare größtenteils auch als Proteine bestehen, sind wir darauf gekommen, das vielleicht als Proteinquelle zu nutzen. Ja, und dann haben wir die Haare mit drei verschiedenen Chemikalien erhitzt und auch noch ruhen lassen. Und haben immer wieder Proben genommen und haben halt herausgefunden, dass die Aminosäuren, die auch in der Literatur stehen, ebenfalls in unseren Substanzen enthalten sind. Die Bonbons gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen und die Schülerinnen haben sogar eine Eigenkreation vorgestellt. Der Clou? Die wertvollen Aminosäuren in den Haaren, die sich in den Bonbons wiederfinden, können als Nahrungsergänzungsmittel für Mensch und Tiere genutzt werden. Eine innovative Idee, die auch mit dem ersten Platz belohnt wird. Also es ist schon ganz cool, ja. Ja, echt super Gefühl. Ich freue mich schon sehr auf Dingolfing. Vielleicht machen wir auf jeden Fall nochmal die Bonbons neu und vielleicht machen wir auch noch einen neuen Ansatz. Also das alles nochmal von vorne machen. Ob es in der Zukunft Süßigkeiten aus Haaren geben wird, das werden wir sehen. Aber eins steht fest, schmecken tut's auf jeden Fall. Ja, und ein Problem haben sie, nämlich Haribo. Der Markenname ist leider schon vergeben. Marktzollen, ein eher ruhiges Örtchen in Oberfranken zwischen Kronach und Coburg. Jedenfalls war es das die längste Zeit. Vor etwa 6 Jahren hat sich das aber geändert. Denn seitdem heulen die Motoren, knattern die Auspuffe. Die Quad-Freunde Marktzollen machen mit ihren vierrädrigen Maschinen die Gegend unsicher. Für uns haben sich die Quad-Rocker mal so richtig dreckig gemacht. Es ist laut. Es ist schmutzig. Und ja, es ist auch etwas waghalsig. Aber es macht verdammt viel Spaß, das Quadfahren. Wer einmal auf so einem Gefährt sitzt, der weiß, warum manch einer süchtig wird. Süchtig nach Schnelligkeit, Hügeln, Kurven und allem, was das Gelände hergibt. Ob auf der Straße oder im Matsch, für die Quadfreunde Marktzeulen ist nichts unbefahrbar. Ich bin 2009 bin ich auf den Quad gekommen und 2013 habe ich den Club gegründet. Wir haben mit 4 Mann angefangen, mittlerweile sind wir 223 und es werden immer mehr, weil es macht richtig Spaß. Hauptsache es macht Spaß. Das ist das Motto der Quad-Freunde, spricht zur Hand, wie sie sich nennen. Das war ein ganz, ganz blödes Ding. Und zwar ist das durch einen Kollegen entstanden, der guckt da wegen viel Actionfilme, den Terminator.
wo er gesagt hat, sprich zur Hand. Und genauso habe ich das alle erlebt. Da hat er einen blöd angemacht. Und dann hat bloß mein Kumpel gesagt, sprich zur Hand. Und da musste ich so lachen und so ist das eigentlich entstanden. Dass der Matsch so dermaßen spritzt, ist aber doch eher selten. Hauptsächlich sind es Tagestouren durch ganz Oberfranken, die die Freunde unternehmen. Mindestens einmal im Monat kommen sie zusammen und heizen gemeinsam. Da passiert es dann auch schon mal, dass es qualmt und das Quad mitsamt Fahrern nicht ohne Hilfe ans Ziel kommt. Passiert das öfter, dass da mal was liegen bleibt? Die Opfer gehören dazu, sonst macht es keinen Spaß. Aber in der Regel eigentlich weniger. Fahren ist das eine, an den Quads basteln das andere. Selbstverständlich haben die Mark Zollner Quad-Freunde ihre eigene Werkstatt, die das Mechanikerherz höher schlagen lässt. Hier wird geschraubt, was die Kette hält. Auch mal Geländequads straßentauglich gemacht. Und am Ende mit dem Dampfstrahler alles auf Hochglanz getrimmt. Doch so schön und spektakulär alles auch aussieht, ganz ungefährlich ist es jedenfalls nicht. Letztes Jahr habe ich selbst einen Unfall gehabt. Das war im April. Da habe ich mich mit der Kiste dreimal überschlagen. In der Kurve halt mit dem Driften, ein wenig zu schnell rein. Dann ist halt passiert. Schulter gebrochen, Bänder gerissen. Aber ja, gleich wieder drauf auf die Kiste. Um zu den Quad-Freunden Mark Zollen zu gehören, muss man aber nicht unbedingt seinen Erstwohnsitz in Mark Zollen haben. Denn natürlich darf man mit uns rumfahren. Also das sind wir eigentlich frei eigentlich. Wir sind da nicht so eng geschlossen oder so. Also wir nehmen da eigentlich jeden, der kommt und Spaß haben will, der ist bei uns herzlich willkommen. Wie der Helm des nächsten Quad-Freundes aussieht, kann sich spätestens jetzt jeder vorstellen. Das Fahrgefühl auf dem Quad allerdings muss jeder selbst ausprobieren. Willst du Bayerns Königin werden und das Bierland Bayern im In- und Ausland würdig vertreten? Bewirb dich jetzt beim Bayerischen Brauerbund um das Amt der Bayerischen Bierkönigin 2016-2017. Bis zum 22. Februar unter www.bayerische-bierkönigin.de. Auch die Bayerische Bierkönigin hat sich wieder für das CW-Fotobuch entschieden. Ein Jahr voller unvergesslicher Geschichten. In ihrem ganz persönlichen CW-Fotobuch. Denn Geschichten erzählt man am besten mit CW. Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. Glücksspirale Sonderauslosung am 12. März. 100 mal 5000 Euro Urlaubsgeld. Schön, unsere Familienharmonie im neuen Haus. Wir sind eben alle aus demselben Holz, genau wie unsere Fenster, Türen und Naturholzböden. Das ist doch ganz schön Josko. Nur bei Josko, der Josko Smart Mix. Das sind Fenster, Türen und jetzt neu Naturholzböden. Mit Weitblick harmonisch aufeinander abgestimmt. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Seehofer in Ungarn. Bayerns Ministerpräsident trifft auf Viktor Orbán. Außerdem Jubiläum der Frauenhäuser. Organisation macht auf Platzmangel aufmerksam.
Und Preiskampf von Uber. Taxiunternehmen fürchten um ihre Existenz. TV Bayern Live, willkommen zurück. Am Freitag besuchte Ministerpräsident Horst Seehofer den ungarischen Amtskollegen Viktor Orbán. Bei dem Gespräch ging es neben der derzeitigen Flüchtlingspolitik auch um die wirtschaftliche Verbundenheit beider Länder und die lange traditionsreiche Geschichte. Ministerpräsident Horst Seehofer stand schon im Vorfeld in der Kritik mit seinem Besuch bei Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán, eine perfide Attacke gegen Bundeskanzlerin Merkel zu führen. Für Seehofer war es der Besuch bei einem langjährigen Freund, der schon lange ausgemacht war. Er setze auf persönliche Treffen in der Politik. Meine Damen und Herren, Bayern und Ungarn verbinden lange Partnerschaften, Freundschaften. Und für diese Freundschaft gibt es keinen Ersatz außer dem Gespräch. Und deshalb war es uns beiden wichtig, dass wir uns heute nach mehreren Begegnungen wieder zum Gespräch treffen. Es gibt in der Politik des 21. Jahrhunderts zum Dialog keine Alternative. Seehofer schmiede keineswegs eine Anti-Merkel-Allianz mit Orbán. Stattdessen betont der bayerische Ministerpräsident seine Unterstützung für Merkels internationale Bemühungen. Ich wünsche auch von dieser Stelle aus von ganzem Herzen der Bundeskanzlerin bei diesem Treffen am nächsten Montag Erfolg. Wir wünschen uns auch, dass es bei dieser Frage der Zuwanderung zu wirksamen, nachhaltigen internationalen Lösungen kommt. Während Seehofer immer noch eine nationale Obergrenze bei der Aufnahme neuer Flüchtlinge in Deutschland fordert, wäre für Viktor Orbán schon die Zahl 1 zu viel. Somit wird der nationalkonservative Parteiführer beim EU-Gipfel mit der Türkei am kommenden Montag einer der schärfsten Gegenredner Merkels sein. Die Einigung mit den Türken wird von der ungarischen Außenpolitik für wichtig gehalten. Das ist auch dann wahr, wenn wir hier eine Bemerkung machen müssen. Und die Bemerkung lautet, die Verhandlung und die Einigung mit den Türken ersetzt nicht die Fähigkeit, unsere eigenen Grenzen selbst schützen zu können. Wir werden also Europa warnen, während wir Gespräche mit den Türken führen und hoffentlich auch eine Einigung erzielen, wir inzwischen nicht die Fähigkeit aufgeben dürfen, die Außengrenzen Europas, wenn es sein muss, aus eigener Kraft schützen zu können. Es bedarf einiger Regeln, die eingehalten werden müssen. In diesem Punkt sind sich die Ministerpräsidenten Seehofer und Orbán einig. Wenn man einigen wenigen Ländern die Aufgabe überträgt, die Außengrenzen zu sichern, so müssen diese Länder auch die nötige Unterstützung der anderen europäischen Länder erhalten. Seehofer begreift die derzeitige Lage und die geschlossenen Grenzen als Wende in der Flüchtlingspolitik. Ob sie jedoch von Dauer sein werde, vermag er nicht zu sagen. Die tschechische Ministerin für Regionalentwicklung, Karla Šlechtová, ist nach Schönsee ins Zentrum Bavaria Bohemia gekommen. Denn das CEBB spielt eine wesentliche Rolle bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Und genau diese ist auch die Priorität der Ministerin für 2016. Bei einem Rundgang informierte sie sich über die Arbeit des Zentrums. Die tschechische Ministerin für Regionalentwicklung Karla Šlechtová ist nach Schönsee ins Zentrum Bavaria Bohemia gekommen. Denn das ZEB spielt eine wesentliche Rolle bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Die bayerische und tschechische Zusammenarbeit ist meine Priorität für 2016. Genau dieser Gedanke war es, der 2006 zur Gründung von ZEB geführt hat. Die tschechische Ministerin ließ sich bei einem Rundgang die Idee und Arbeit des Kulturzentrums zeigen und erklären. Es war schon immer der Plan, eine Kulturdrehscheibe zu sein zwischen der bayerischen und der tschechischen Seite. In diesen 10 Jahren ist natürlich auch viel Netzwerkarbeit gemacht worden. Es sind viele Kooperationen gemacht worden. Es sind grenzüberschreitende Projekte dann initiiert worden. Auch weiterhin möchte das ZEB die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ausbauen. Dafür gibt es viele Verknüpfungspunkte.
Ich denke, dass wir jetzt in diesem Jahr mit dem Begleitprogramm Karl IV. Ja schon auch eine wichtige Arbeit haben. Dann gibt es Impulse auch für diese Zusammenarbeit im kulturellen Bereich. Also da wird's, ist geplant, Veranstaltungskonzeptionen zu entwickeln. Das Ministerium für Regionalentwicklung begrüßt die Projekte des CEPS und will sie unterstützen. Das Ministerium für Regionalentwicklung in Tschechien ist auch für den Tourismus verantwortlich. Es geht aber nicht nur um den Tourismus, sondern auch um die Verknüpfung der Kulturen. Ich selbst stamme aus dem ehemaligen Sudetenland, aus Karlsbad. Deshalb unterstütze ich die allgemeine grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Und was sonst noch so los war im Freistaat, das haben wir jetzt mal kurz und kompakt für Sie zusammengefasst. Hier kommt unser Nachrichtenüberblick. Zum 20. Mal fand in dieser Woche in München die Internet World Messe statt. 360 internationale Aussteller stellten die neuesten Entwicklungen im World Wide Web vor. Insgesamt kamen knapp 16.000 Besucher auf das Münchner Messegelände. Besonderes Highlight: das Future Space. Dort konnten die Besucher einen ersten Eindruck von den Technologien der Zukunft bekommen. Insbesondere digitale Brillen werden laut Trendforschern künftig eine noch größere Rolle im Alltag spielen. Immer nur lächeln. Das fällt den Managern der Audi AG in diesen Tagen schwer. Auch bei der Bilanzpressekonferenz in Ingolstadt kam die VW-Diesel-Affäre zur Sprache. Vorstandschef Rupert Stadler gab sich bedeckt und verwies auf die konzerninterne Aufarbeitung. In der Bilanz schlägt Dieselgate mit 228 Millionen Euro zu Buche. Rücklagen für technische Korrekturen und mögliche juristische Auseinandersetzungen. Das schmälert zwar den Gewinn, doch nicht die Zuversicht. Im laufenden Jahr bringt Audi 20 neue Modelle auf den Markt. Von außen betrachtet wirkt die Preissenkung von UberX wie eine massive Kampfansage. Der umstrittene Fahrdienst hat angekündigt, seine Tarife um 20% zu senken. Zur gleichen Zeit steigern die Münchner Taxis ihre Preise um rund 7%. Uber sieht hier aber keinen Verteilungskampf. Nach Angaben von Uber-München-Chef Christoph Weigler sind Uber-Kunden keine früheren Taxikunden. Die Genossenschaft der Münchner Taxiunternehmen widerspricht dieser Aussage und gibt an, dass Uber-Fahrzeuge schon mehrfach an Taxibrennpunkten beim Abwerben von Kunden gesichtet worden sind. "20.000 Frauen und fast ebenso viele Kinder flüchten in Deutschland jedes Jahr vor häuslicher Gewalt in ein Frauenhaus, wenn sie einen Platz finden. Denn bundesweit herrscht ein gravierender Mangel an Frauenhausplätzen. Darauf wollen die autonomen Frauenhäuser anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens mit einer Bundesländertour aufmerksam machen." Leider belegt dieser symbolische Platz in einem bayerischen Frauenhaus. Denn der Freistaat steht im Bundesvergleich an vorletzter Stelle, was die Abdeckung mit Zufluchtsplätzen für Frauen betrifft. 850 solcher Plätze müsste es in Bayern laut EU-Vorgabe geben. Nicht einmal die Hälfte sind es de facto. Auch in Regensburg gibt es demnach zu wenig Plätze für Frauen, die der Gewalt in ihrem Zuhause entfliehen wollen. Eine, der die Flucht aus der Gewaltspirale gelungen ist, ist Lena. Vor über 3 Jahren fand sie mit ihrer Tochter Zuflucht im Regensburger Frauenhaus. Die Ehe lief dann die letzten 5 Jahre sehr schwierig durch Suchtproblematik von meinem Ex-Mann. Wir konnten dann die Probleme nicht ausdiskutieren und in Ruhe alles besprechen. Es war dann mehr mit Kontrolle, wo ich hingehe, was ich mache, was ich tue, ob ich das überhaupt sozusagen darf. Im Frauenhaus, es ist einfach ein geschützter Ort, wo ich mich dann sicher fühlte. Es waren praktisch geschlossene Türen, wo keiner reinkommt. Es war einfach mehr Sicherheit da, als wenn ich bei Angehörigen da wäre. Ich konnte dann in Zweifel jemanden da haben, der fachlich kompetent ist. Heute geht es Lena gut. Sie möchte anderen Betroffenen Mut machen und ihnen einen Weg aus der Gewalt zeigen. Liebe Zuschauer, wir machen jetzt eine kurze Pause, sind aber gleich zurück. Bleiben Sie dran. And now, as we take first steps, we start to realize we live our dreams. Going on and on, we'll find our way.
Willst du Bayerns Königin werden und das Bierland Bayern im In- und Ausland würdig vertreten? Bewirb dich jetzt beim Bayerischen Brauerbund um das Amt der Bayerischen Bierkönigin 2016-2017. Bis zum 22. Februar unter www.bayerische-bierkönigin.de. Auch die Bayerische Bierkönigin hat sich wieder für das CW-Fotobuch entschieden. Ein Jahr voller unvergesslicher Geschichten. In ihrem ganz persönlichen CW-Fotobuch. Denn Geschichten erzählt man am besten mit CW. Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. Glücksspirale Sonderauslosung am 12. März. 100 mal 5000 Euro Urlaubsgeld. Schön, unsere Familienharmonie im neuen Haus. Wir sind eben alle aus demselben Holz. Genau wie unsere Fenster, Türen und Naturholzböden. Das ist doch ganz schön Josko. Nur bei Josko, der Josko Smart Mix. Das sind Fenster, Türen und jetzt neu Naturholzböden. Mit Weitblick harmonisch aufeinander abgestimmt. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich komme auch so aus einer Generation, wo man noch gemeint hat, man kann mit Pillen alles heilen. Und jetzt ist die Tendenz einfach, dass man erkennt, die Natur, die kann uns so viel geben und dann brauche ich die Chemie nicht. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. TV Bayern Live, willkommen zurück. Am Montag wird BMW 100 Jahre alt und das wird gefeiert. Mit großen Weltstars und viel Prominenz. Auch Angela Merkel wird da sein. Ob Olympiahalle oder Allianz Arena, große Veranstaltungsorte sind am Montag für die bayerischen Motorenwerke reserviert. Und die Bänder stehen still und das weltweit. Denn jeder Mitarbeiter ist herzlich zu den Feierlichkeiten eingeladen. Mit Ausnahme des Dingolfinger Werks, da wird die Feier am Donnerstag nachgeholt. Wir wünschen allen BMW-Mitarbeitern Happy Birthday. Jetzt aber zu weiteren Nachrichten aus der Geschäftswelt. Hier ist unser Wirtschaftsradar Bayern. Die Themen heute. Woche der Aus- und Weiterbildung informiert Jugendliche über Lehrberufe. Und klassische Musik an Mittelschulen. Das kommt gut an. Geschickt Schäden ausbessern, tatkräftig Leben retten oder gekonnt Hightech-Maschinen bedienen. Fachkräfte sind gefragt und haben beste Karrierechancen. Darauf macht die Woche der Aus- und Weiterbildung aufmerksam. In 64 bayerischen Städten, wie hier in Ingolstadt, konnten sich jetzt Jugendliche auf insgesamt 220 Veranstaltungen über Lehrberufe informieren. Und auch viel über Perspektiven einer Ausbildung in Industrie, Handel und Handwerk erfahren. Man kann seine Lehre machen und ist dann Geselle und arbeitet ganz normal im Betrieb weiter. Es gibt die Möglichkeiten, sich zum Meister aus fortbilden zu lassen. Und da steht einem dann noch viel mehr offen. Da kann ich Betriebsleiter machen, da kann ich eine eigene Firma gründen. Ich kann in höhere Positionen aufsteigen. Oder ich kann natürlich auch, was geht, studieren. Wir haben ja mittlerweile den Bachelor für Unternehmensführung aufgelegt. Rund 330 anerkannte Lehrberufe gibt es in Deutschland. Doch immer mehr junge Leute beschäftigen sich lieber mit Studiengängen an Hochschulen. In dem Glauben, Master sei sinnvoller als Meister, wird oft orientierungslos etwas studiert und wieder abgebrochen. Man meint, nur in der Akademikersituation hat man es besser. Und dies ist grundlegend falsch. Wir brauchen beide wichtige Säulen. Wir dürfen ja nicht nur forschen und entwickeln, sondern wir müssen auch auf unseren Standort unsere Fertigung und unsere Produktion vorwärts bringen. Und da brauchen wir auch gut ausgebildete Fachkräfte. Theorie an der Berufsschule verknüpft mit Praxis im Betrieb. Die duale Ausbildung in Deutschland ist mittlerweile auch ein Exportschlager. Weltweit wird die hohe Beschäftigungsquote von ausgebildeten Jugendlichen sehr geschätzt. Doch ebenso wichtig ist auch die Weiterbildung. Denn Themen wie Digitalisierung und Globalisierung verändern laufend die Arbeitswelt. Musik.
Eine kraftvolle Opernstimme im Klassenzimmer. Ein außergewöhnliches Erlebnis für Schüler und Lehrer der Mittelschule an der Guardini-Straße in München. Denn neben Pop und Rap ist hier auch klassische Musik sehr angesagt. Vor allem seitdem das bayernweite Projekt Musik für Schüler viele dazu motiviert hat, kostenlos das Klavierspiel zu erlernen. Ich finde es cool, dass man halt einfach lernen kann. Man kann was machen, man kann was ausprobieren. Ich will immer neue Stücke oder so lernen. Ich übe halt immer, wenn wir halt Klavierstunden haben, also jeden Dienstag. Für Elise, dann, weil wir haben schon mehrere Stücke gelernt. Dann von Fluch der Karibik das da. Auch im Chor singen viele Schüler und proben bereits für ein großes Konzert mit Profimusikern. Initiiert hat das Projekt die Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation. Ihr Ziel? Mittelschüler dafür begeistern, selbst Musik zu machen. Denn das stärkt auch die Entwicklung der Persönlichkeit. Wenn sie Unterricht nehmen, dann ist das ein ganz seriöser, regelmäßiger Unterricht, der mehrmals die Woche auch sogar teilweise stattfindet. Die Schüler üben. Sie haben die Schulen an der Schule die Möglichkeit zu üben. Manche haben die Möglichkeit, zu Hause zu üben. Je früher, desto besser. Und auch besonders der nahe Kontakt zu professionellen Musikern ist sehr wichtig, weil, wie auch vorhin schon ein Kollege von mir gesagt hat, nur wenn du es wirklich authentisch präsentierst, kann der Funke überspringen auch auf Schüler. Konzentrieren, fleißig üben und zusammenarbeiten. Darauf kommt es auch später im Berufsleben an. Das wird bei der Gesprächsrunde mit Vertretern aus Kultur und Wirtschaft deutlich. Musik für Schüler ist bayernweit ein Erfolg. Im vergangenen Jahr machten 20 Mittelschulen mit. Und jeder fünfte Schüler spielt mittlerweile regelmäßig ein Instrument oder singt im Chor. Sie war Journalistin und ist jetzt Mitglied im Bayerischen Landtag. Damit ist sie sozusagen in bester Gesellschaft. Spähnle, Söder und auch 10 andere hatten das journalistische Handwerk einmal ausgeübt, bevorzugt beim Bayerischen Rundfunk. Aber sie ist bei den Grünen, hat 2 Töchter und lebt insgesamt mit 5 Kindern in einer Patchwork-Familie. Und dann hat sie auch noch diese Mama. Ihre Mutter Barbara bekleidet das höchste Amt im Staat. Kein Zweifel, Claudia Stamm hat viele Facetten. Jetzt ist sie bei meinem Kollegen Uwe Brückner zu Gast bei Bayern im Blick. Willkommen bei Bayern im Blick. Heute ein Talk unter Kollegen. Zu Gast ist Claudia Stamm. Ich grüße Sie. Hallo, grüß Sie. Kollegen ist so gemeint, dass Sie mal Nachrichtenjournalistin waren. Wie kam das? Och, wie kam das? Bei mir ist es immer so ein bisschen mit Wendungen im Leben, aber es war auf jeden Fall so, dass ich mehrere Hospitanzen beim BR gemacht habe. Unter anderem war es dann so, dass bei B5 aktuell 6 Frauen auf einmal schwanger waren und der Chef von B5 aktuell ganz dringend jemand gebraucht hat, die beständiger da ist. Und dann bin ich bei B5 aktuell gelandet. Aber Sie sind nicht lange dort geblieben. Sie sind dann in die Politik gegangen. Nach wie vielen Jahren Journalismus? Nee, also insgesamt waren das fast 10 Jahre. Das ist schon, also ich habe dann zwischendurch ein Kind gekriegt und bin aber gleich nach 5-6 Monaten wieder als Freie da gewesen. Habe auch wahnsinnig gerne eigentlich Nachrichten geschrieben und im Hintergrund geplant und getan und gemacht. Es macht einfach Spaß. Und jetzt seit 2009 im Landtag für die Fraktion der Grünen, Bündnis 90. Was ist denn der Unterschied zwischen Politik und Journalismus? Der Journalist ist ja die kontrollierende Instanz. Die kontrollierende Instanz, die darüber berichtet, was wir tun im Landtag. Also das eine ist das Objekt und das andere ist das Subjekt sozusagen. Und das ist ganz interessant, wenn man, glaube ich, alle Facetten kennt. Und ich kenne ja eben auch noch diejenigen Facette, ein Kind einer Politikerin oder politischer Menschen zu sein, weil mein Vater ist auch sehr aktiv gewesen. Kommen wir gleich zu sprechen. Natürlich sind Sie die Tochter, Sie hören das wahrscheinlich gar nicht so gerne. Also erstens ist es ganz selbstverständlich, dass ich das höre und zweitens sage ich halt immer, nein, das ist meine Mutter. Also ich drehe die Relation um. Barbara Stamm, die Präsidentin des Bayerischen Landtags, ist die Mäm. Was ist denn das Grüne oder was ist der Kern Ihrer grünen Stimmkreisarbeit im doch so sorgenfreien Oberland? Naja, so sorgenfrei ist das Oberland ja nicht nur. Also es gibt da immer wieder wichtige Themen, also sprich Anbindung des öffentlichen Nahverkehrs ist natürlich ein ganz wichtiges Thema da, denke ich. Also gerade, weil ja auch die Pendelbewegungen nach München rein sind. Und dann gibt es da auch Gebiete, die tatsächlich inzwischen Probleme haben, Stichwort Tourismus. Also da haben wir ja das ganz große Thema, wie viel öffentliches Geld wird auch reingesteckt in Gebiete, die eben
manche Sachen vielleicht im Bereich Tourismus verschlafen haben und jetzt dann eben durch Schneekanonen, künstliche Beschneiung und so weiter da aufholen wollen. Das war ja auch ein relativ großes Thema und dazu gehört auch mein Stimmkreis oder mein Betreuungsstimmkreis. Also mit Tourismus und Natur sind Sie befasst, weil Sie da wohnen und betreuen, aber im Landtag selber sind Sie jugendpolitische Sprecherin. Auch, aber haushaltspolitische Sprecherin. Also genau. Zwei Kernbereiche, die Sie betreuen. Eva Bayern Live, die Sendung, in der wir jetzt hier zu Gast sind, ist ja getragen von 16 bayerischen lokalen Fernsehsendern. Die machen Grundversorgung in den Regionen. Sehen Sie das in der Grünen-Fraktion, was da an Basisarbeit geleistet wird und wie viele politische, praktische Themen vor Ort aufgegriffen werden? In den Regionalfernsehen? Ja, also wir alle haben wir auch mit Regionalfernsehen zu tun vor Ort, also wirklich quer durch ganz Bayern natürlich. Und letztens waren ja auch alle im Landtag zu Gast. Das war übrigens ein ganz toller Tag, fand ich auch, wo man eben auch noch mal ins Gespräch gekommen ist. Und da ist ganz klar, dass das Regionalfernsehen vor Ort die politische Berichterstattung eben auch mit übernimmt. Also nicht nur, es ist nicht nur Politik, aber auch mit. Die grüne Fraktion im Landtag ist ja sehr ambivalent in der Betrachtung des regionalen Fernsehens in Bayern. Sie sagen, das ist zu hoch subventioniert. Dabei leisten wir sehr viele Grundversorgung. Wir sagen nicht, dass es zu hoch subventioniert ist und wir sehen durchaus, dass eben in der Fläche durch das regionale Fernsehen sehr gute Arbeit geleistet wird, sondern wir sagen, so wie es rechtlich abgesichert ist, ist es nicht in Ordnung. Und das hat auch die Staatsregierung gesagt. Sie haben ja jedes Mal gesagt, wir befristen diese Finanzierung, um dann zu schauen, wie es eben aufgestellt wird. Aber es ist dann nie geändert worden, sondern die Finanzierung ist einfach immer verlängert worden. Und unsere Position als grüne Landtagsfraktion ist zu sagen, wir wollen, dass es rechtlich in Ordnung ist und dass es eben auf die richtigen Füße gestellt ist. Von der Medienpolitik zu einem anderen politischen Feld. Sie waren frauenpolitische Sprecherin. Haben wir denn einen wesentlichen Schritt in den letzten 10 Jahren erreicht in der Gleichstellung der Frau? Politisch gesehen in den Vorstandsetagen bewegt sich zu wenig? Also in den Vorstandsetagen bewegt sich wahnsinnig wenig, aber tatsächlich auch bei den staatlichen Beteiligungen. Also es ist wirklich überall so ein bisschen so ein, ja, also fast Gleichstand. Also es geht nicht weiter, ja. Also wir haben keinen Fortschritt. Und es ist tatsächlich ein großes Thema, wie wir weiterkommen. Und da müssen wir uns überlegen als Politik, als Staat, inwieweit wir Instrumente eben einfach einführen müssen. Und das ist das Stichwort Quote. Das ist aber nicht das Einzige, was helfen kann. Es ist ganz viel anderes. Also ich denke gerade solche Mentoring-Programme. Ja, das ist ganz wichtig für junge Frauen, dass man einfach schaut, wie kommen junge Frauen weiter. Vor allem, wenn wir sehen, dass ja meistens junge Frauen inzwischen die besseren Abschlüsse haben. Dann muss ich einfach schauen, dass die dann auch im Berufsleben die gleichen Chancen, die gleichen Möglichkeiten haben, weiterzukommen. Dass es geht, dass man Beruf und Frau sein unter einen Hut kriegen kann, beweisen auch letztlich Sie und auch Ihre Mam. Lebt das ja vor. Wo sehen Sie sich in der Fraktion oder in der Partei in Bayern in den nächsten 5, 6, 7 Jahren? Mir ist es wahnsinnig wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass die Inhalte, was eine Fraktion, eine Gruppe oder auch die Partei will und das, was ich vertrete, was ich vertreten will, dass da die Positionen auch übereinstimmen. Das ist das Wichtigste. Sehr viel Bewegung in der Fraktion. Margarete Bause hat den Landtag verlassen. Sie ist im Landtag und sie will auch wiedergewählt werden als Fraktionsvorsitzende und möchte dann für den Bundestag kandidieren. Okay, das ist der richtige Terminus. Ja, also ich denke, es gibt dann noch Wählerinnen und Wähler, die das dann eben festlegen, ob das dann Erfolg hat. Nun ist diese Legislatur ja noch ein bisschen zu Gange. Was wäre denn ein Wunsch, den Sie gerne erfüllen würden in den jetzigen turbulenten Zeiten bis zum Ende dieser Legislatur? Wo muss jetzt Ihrer Meinung nach gehandelt werden? Also was ganz wichtig ist, ist ganz klar, dass Polemik, Polarisierung im Bereich Asyl, Integration, Flucht aufhört. Dass auch nicht diejenigen, die das fordern, dann eben sozusagen als diejenigen, die auch wieder polarisieren, deklariert werden, sondern es muss einfach viel mehr geschaut werden, dass wir sagen, natürlich ist es eine Herausforderung, aber diese Herausforderung müssen wir uns annehmen, weil es eine Herausforderung ist, die wir uns auch gar nicht aussuchen können. Also die Menschen werden kommen, ja, auch wenn wir Zäune bauen. Also auch Menschen haben versucht, aus der DDR rauszugehen, auch obwohl wirklich heftigste Zäune und Schussanlagen und sonst was da waren. Also man hält davon nicht unbedingt ab durch Zäune. Und dann müssen wir aber wirklich ganz klar sagen, es muss was passieren in Richtung Entbürokratisierung.
auch die Wertschätzung des Ehrenamtes, also nicht nur Sonntagsreden, sondern wirklich was für die Ehrenamtlichen, die ja zu Tausenden sich engagieren im Bereich Asyl und Integration. Und ohne die wird es ja auch gar nicht funktionieren. Und wirklich nicht immer, was ich finde, die Politik auch der Wirtschaft hinterherhinken. Also die Wirtschaft sagt schon seit über einem Jahr, die Vorrangprüfung muss weg, zum Beispiel. Ja? Oder Auszubildende müssen einen sicheren Status haben für die Zeit der Ausbildung und dann plus 2 Jahre danach. Das kommt immer so langsam und irgendwann wird es dann mal eingeführt. Aber die Wirtschaft sagt es schon viel länger. Also ich sage jetzt mal so global die Wirtschaft, weil es in dem Fall wirklich so ist. Und wir haben so viele Mangelberufe. Auch da rede ich nicht von dem gut ausgebildeten Syrer, sondern da rede ich von Hilfsarbeitern, also von Spülkräften, wo man gut spülen kann und eben gleichzeitig vom Betrieb verlangt, irgendwie, er muss dann dafür sorgen, dass derjenige auch Deutschkurse macht. Deutschkurse, wo durchaus gerne dann auch über unser System, über unser Rechte- und Wertesystem hier geredet wird, aber nicht immer so tun, als wenn eben alles, was kommt, eine riesige Bedrohung ist, sondern tatsächlich schauen, wie wir diese Herausforderung zusammen meistern können. Also an Themen und Schlagzeilen wird es nicht mangeln. Eine Journalistin im Bayerischen Landtag, Fraktion der Grünen, Claudia Stamm, war heute unser Gast bei Bayern im Blick. Ich bedanke mich fürs Kommen. Ja, danke für die Einladung. Gerne. Und ich gebe zurück. Ja, vielen Dank, Uwe Brückner. Eine kleine Siedlung am Rande Neu-Ulms führt seit Jahren Streit mit der Stadt. Es geht um Kanäle, Straßen, Privatgrund und Enteignung. Und sowohl die Siedlung, ganz in der Nähe eines modernen Klärwerks steht, haben die meisten Häuser keinen Anschluss an die öffentliche Kanalisation und Wasserversorgung. Die Stadt will das jetzt ändern und greift durch. Doch so mancher Anwohner hat was dagegen. Das ist der Striebelhof, eine eigentlich beschauliche Siedlung mit 30 Bewohnern. Doch schon dieses heruntergekommene Straßenschild hat Symbolcharakter. Denn hier fehlt etwas eigentlich Selbstverständliches, nämlich ein öffentlicher Kanalanschluss. Die Stadt darf hier nicht bauen. Der Grund? Die einzigen 2 Zufahrtsstraßen sind Privatgrund. Das heißt, wir brauchen eine Einigung mit allen privaten Eigentümern. Und es sind mehrere, die hier immer im Boot sein müssen. Und wir hatten schon mehrfach den Eindruck, dass wir kurz vor einer Einigung stehen. Doch diese Einigung scheitert am Veto einiger Anwohner. Deshalb entsorgen Bewohner ihre Fäkalien seit Jahren über private Gräben, obwohl die Kläranlage nur einen Katzensprung entfernt ist. Der Stadt reicht es. Sie sorgt sich um die Qualität des Grundwassers. Sie stellt einen Bebauungsplan auf, damit sie auch ohne Einverständnis die Kanäle bauen kann, sprich enteignen darf. Juristisch gesehen darf nur die kleinstmögliche Fläche enteignet werden. Dementsprechend schlägt die Stadt vor, eine Straße mitten durch dieses Privatgrundstück zu bauen. Eine Pferdekoppel. Der Besitzer ist mit diesem Vorschlag gar nicht einverstanden. Vor der Kamera will er sich nicht äußern. Doch er sagt, der Flächennutzungsplan wurde zu seinen Ungunsten geändert. Die anderen Anwohner würden profitieren, er jedoch nicht. Er will, dass die neue Straße weiter entfernt gebaut wird. Dies wäre aber für alle Siedlungsbewohner teurer. Im Freiwilligenbereich können wir 200 Meter längere Strecken machen, das ist überhaupt gar kein Problem. Wir müssen nur aufpassen, wir haben auch noch beim Kanal ein Problem. Wir müssen dort eine sehr kurze Variante wählen, weil wir ansonsten mit dem Gefälle nicht hinkommen und dann noch extra Fäkalienhebeanlagen pro Haus einbauen müssten, was die Sache natürlich auch noch mal verteuert. Wird der Bebauungsplan durchgesetzt, so kann der Besitzer des Pferdehofs seine Koppel nach eigener Aussage nicht weiter betreiben. Dann würde er vor Gericht ziehen. Die Bewohner am Striebelhof haben bis Ende März Zeit, zusammen eine andere Lösung zu finden. Bis dahin liegt der Entwurf der Stadt aus. Just take it slow. Liebe Zuschauer, wir machen eine ganz kurze Pause, sind aber gleich zurück und dann zeigen wir Ihnen unter anderem ein paar spektakuläre Bilder der Geschichte des Bieres, des Gerstensaftes. Bleiben Sie dran, bis gleich. Bei der Arbeiterwohlfahrt in Schwabach geht es heute für die Azubis um das Thema Rückengesundheit. Dabei zeigt ein Experte der AOK den jungen Leuten Übungen, die dafür sorgen, später einmal kein Kreuz mit dem Kreuz zu haben. Denn Rückenprobleme zählen zum Volksleiden Nummer 1. Mittlerweile ist das Thema Rückenleiden oder die Muskel- und Skeletterkrankungen allgemein der Hauptgrund dafür, wenn Menschen arbeitsunfähig krankgeschrieben werden. Deshalb sieht es die Gesundheitskasse als Notwendigkeit an,
der Problematik Rückenleiden durch zahlreiche Angebote wie Kurse und Aufklärungsprojekte entgegenzuwirken. Wir machen heute einen Azubi-Workshop. Wir haben das mit der Firma vereinbart und wir setzen bei dem Workshop den Backcheck ein. Wir wollen in jungen Jahren schon vermitteln, wie man sich gesund am Arbeitsplatz und in der Freizeit verhält, rückenfreundlich sich verhält. Und wir machen auch ein paar Übungen gezielt. Die AOK Bayern ist ein begehrter Partner für Betriebe, wenn es um präventive Gesundheitsmaßnahmen für die Mitarbeiter geht. Wir haben über 1400 Mitarbeiter, die natürlich gerade im sozialen Bereich unter starken gesundheitlichen Belastungen leiden. Speziell im Rücken- und Gelenkbereich sind da die Beanspruchungen sehr groß. Des Weiteren im psychischen Bereich. So ist es uns also sehr wichtig gewesen, hier präventiv tätig zu werden und mit der AOK einen sehr verlässlichen Partner zu haben. Doch nicht nur im Betrieb kann man die Rückenprogramme der Gesundheitskasse finden. Rückenaktiv im Job, das ist ein Online-Angebot, das wir sehr dringend empfehlen. 3x5 Minuten am Tag und das Ganze für 4 Wochen. Und man hat sehr individuell für seine jeweilige persönliche Arbeitsplatzsituation gesundheitsgerecht vorgebeugt. TV Bayern Live, willkommen zurück. Schwimmbäder sind ja in der heutigen Zeit vielerorts, vor allem in finanzieller Hinsicht, Sorgenkinder. Es werden mehr geschlossen als gebaut und viele Kommunen schrecken daher vor diesem Thema schon zurück. Ganz anders dagegen der Schwimmverein Bamberg, denn der betreibt sein eigenes Schwimmbad und hat in dieses vor einiger Zeit gewaltig investiert. Das SV im Vereinsnamen des SV Bamberg heißt nicht etwa Schlittschuhverein, wie es bei diesen Bildern vielleicht den Eindruck machen könnte. Nein, hier geht es ausschließlich ums Schwimmen, auch wenn das bei den derzeitigen Wetterbedingungen hier natürlich nicht möglich ist. Dennoch ist das vereinseigene Schwimmbad das Faustpfand des 1925 gegründeten Clubs. Es ist ein reines Mitgliederfreibad, das heißt nur Schwimmvereinsmitglieder dürfen hier baden gehen. Wenn man Besuch aus Hamburg bekommt, die dürfen dann auch mit baden gehen, die zahlen dann auch einen entsprechenden Eintritt. Aber es ist ein reines für den Bamberger und den Landkreis Bamberger ein Schwimmbad für Mitglieder. Damit ist das Schwimmbad des SVB die größte privat betriebene Schwimmanlage in ganz Bayern. Das Wahrzeichen sind dabei die historischen Umkleidekabinen, die seit rund 80 Jahren viele Generationen begleitet haben und dabei nahezu unverändert geblieben sind. Die Anlage an sich wurde jedoch aus technischen Gründen erst im vergangenen Winter rundum saniert und erneuert. Das Ganze mit einem Gesamtkostenaufwand von satten 2,3 Millionen Euro ohne staatliche Förderung. Für einen privaten Verein eine einzigartige Investition, die sich aber mehr als gelohnt hat. Der Zustrom an Mitgliedern, es wollen viel mehr in den Verein kommen, weil wir jetzt ein mehr oder weniger mediterranes Flair anbieten können. Also man muss nicht mehr nach Italien fahren, man kann auch in Deutschland bleiben und zu Hause Urlaub machen. Das gefällt den Leuten und was natürlich auch hilft unserem eigentlichen zweiten Säule ist der Leistungssport Schwimmen, wobei wir das Training nicht in unserem Freibad durchführen, sondern wir gehen in unser Hallenbad von den Stadtwerken in Bamberg und trainieren dort letztendlich 6 Tage die Woche. Und genau dort ist also quasi das zweite Zuhause für die insgesamt knapp 5.300 Mitglieder, davon übrigens etwa 1.800 Kinder und Jugendliche. Daran sieht man auch schon das Hauptstandbein des Vereins. Die Nachwuchsarbeit stellt sozusagen das Bindeglied dar zwischen dem Freizeit- und dem Leistungssport. Der SVB lebt eigentlich im Leistungssport mit der Jugend, mit dem Nachwuchs, um die Trainings- oder die Leistungsgruppen von unten her zu bestücken und aus eigener Kraft, aus eigenem Nachwuchs die Leistungsträger zu generieren. Die Nachwuchsförderung beginnt dabei schon bei Kindern im Alter von 4 Jahren, wobei hier natürlich erst einmal die Grundlagen im Vordergrund stehen. Eigentlich mehr Schwimmschule in dem Sinne. Wir versuchen den Kindern halt die 4 Schwimmarten zu vermitteln. Das Brustschwimmen, das Kraulschwimmen, das Rückenschwimmen und das Delfinschwimmen. Wir bauen auch Spiel und Spaß noch mit ein, weil es soll ja zu Anfang auch noch ein bisschen mehr Spaß machen, als der Leistungsdruck vorhanden sein.
Und Spaß haben die Kinder im Wasser auf jeden Fall, auch wenn das Schwimmen gerade in diesem Alter natürlich schon sehr anspruchsvoll ist. Wenn sie einen Fünfjährigen haben, der kann halt sich gerade ein Häkchen über Wasser halten. Wir versuchen halt, das Kraulschwimmen und das Rückenschwimmen in den Anfangsgruppen zu forcieren. Das heißt, sie lernen Strampelbeine. Und das Rückenschwimmen und auch das Kraulschwimmen sieht zu Anfang halt, noch nicht so fließend aus wie bei den Älteren, wenn sie das später jetzt sehen. Und das versuchen wir halt alles immer wieder zu verfeinern und zu verbessern mit technischen Übungen, mit koordinativen Übungen, mit Spielspaß. Also es ist sehr breit gestreut, unser Training im Anfängerbereich. Und zu diesem Training gehört auch die dritte Säule des Vereins neben dem Freizeit- und dem Leistungssport, nämlich der Gesundheitssektor. Hier verfügt der SV Bamberg über eine eigene Gymnastikhalle mit Fitnessstudio, wo diverse Kurse für die Mitglieder angeboten werden. Und auch hier machen die Kinder und Jugendlichen wichtige Schritte auf ihrem Weg zum Schwimmer. Wir kaufen unsere Leistungsschwimmer nicht ein, sondern wir wollen sie selber versuchen nachzuziehen. Vorteil, Familienverein, es gibt also viele Eltern mit Kindern, die Eltern sagen, ich möchte, dass meine Kinder schwimmen lernen. Und da kann man dann schon mal vorsondieren und ausselektieren, wer denn eigentlich als Leistungsschwimmer später auch taugen kann. Und die dementsprechend trainieren die Kinder. Ob es dann irgendwann mal für die zweite Bundesliga reicht, in der sowohl die Damen als auch die Herren des SVB schwimmen, hängt natürlich immer auch von vielen Kleinigkeiten ab. In jedem Fall aber wollen die Bamberger versuchen, möglichst bald an die deutsche Spitze anzuschließen und vor allem den Schwimmsport in die breite Masse zu tragen. Es gibt immer weniger Kinder, die schwimmen können. Und ein Ziel sollte es auch sein, nicht nur für die Schwimmvereine in Bamberg, auch für alle Schulen und Badbetreiber, den Grad der Schwimmer oder das Schwimmen können der Jugendlichen und Kinder zu erhöhen, weil es ja schließlich auch ein Sicherheitsrisiko ist, wenn man irgendwann mal in den Fluss fällt. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Und wenn doch, ist hoffentlich schnell eine Schwimmerin oder ein Schwimmer vom SV Bamberg zur Stelle. Löwenbiere Sensationen. TV Bayern zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Fernsehen für alle, die in Bayern zu Hause sind. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. Und wir lieben Kulinarik. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. TV Bayern Live. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live, das heißt auch Sportgeist und Partystimmung. Ganz Bayern in 60 Minuten, einmal rundrum. TV Bayern Live, immer samstags um 17.45 Uhr. Flüssiges Gold, bayerisches Bier. Unter diesem Namen hat das Bayerische Wirtschaftsarchiv eine einmalige Sonderausstellung aufgebaut. Historische Fotos, alte Plakate und sogar antike Bierflaschen. Anlässlich des Tags der Archive konnten die Besucher nicht nur in die Welt der Biere eintauchen, sondern auch einen Blick in das Herzstück des Bayerischen Wirtschaftsarchivs werfen. Es sind schon ganz besondere Schätze, die im Bayerischen Wirtschaftsarchiv lagern. Am Tag der Archive hat sich in der Sonderausstellung Flüssiges Gold, bayerisches Bier alles um den beliebten Hopfensaft gedreht. Wir feiern ja heuer 500 Jahre bayerisches Reinheitsgebot. Und nachdem wir vom Bayerischen Wirtschaftsarchiv große Bestände aus dem Brauereibereich, über die wir verfügen, haben wir uns für dieses Thema natürlich entschieden. Historische Fotos zeigen, wie früher in den Brauereien gearbeitet wurde. Doch nicht nur die alten Fotos offenbaren Unvorstellbares. Es sind ganz besondere Stücke, wie zum Beispiel der Dienstvertrag, den der Brauereibesitzer Gabriel Sedlmeier vom Spaten, also der Spatenbräu, mit seinen Arbeitern abgeschlossen hat und in dem steht, dass jeder Braugeselle täglich 7 Liter Bier bekommt, mit Ausnahme derjenigen, die im Lagerkeller beschäftigt sind, aber die stehen ja eh schon im Bierdunst.
Dieses Bild ist ein Werbeplakat aus der Zeit der Jahrhundertwende, ganz stark vom Jugendstil geprägt. Es ist etwas ganz Besonderes, eine Dame, eine Frau, eine sehr hübsche Frau, die einen Bierkrug hält und offensichtlich keine Kellnerin ist. Sie hat Rosen im Haar, sie ist in bengalischer Beleuchtung, deswegen heißt sie bei uns intern die bengalische Dame. Also ein ganz besonderes Stück Werbekultur der Jahrhundertwende. Normalerweise lagern diese Kostbarkeiten im Bayerischen Wirtschaftsarchiv. Doch für den Tag der Archive 2016 wurden sie rausgeholt. Hätten Sie gewusst, dass es Bier früher auch in Literflaschen zu kaufen gab? Für die Ausstellung hat Harald Müller ganz tief in das Archiv gegriffen und ist dabei auf Kurioses gestoßen. Ein Highlight sind sicher die Speisekarten des Löwenbräukellers, die wirklich aufgeklappt, DIN A2-formatig groß sind, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Es ist das gesamte Personal erwähnt, von der Oberkellnerin Frau Urschel über die Bedienung Leni, die Durstige, bis am Ende zu den sechs Haus- und Küchenmägden, die es gegeben hat. Man sieht aber in diesen Speisekarten auch, dass die immer ein Kind ihrer Zeit sind. Denn eine aus dem Jahr 1891 beginnt mit einer Kongosuppe. Also wir sind in der Hochzeit der Kolonialisierung. Es weiß zwar keiner mehr, was die Kongosuppe ist, aber es ist trotzdem eigentlich ein typisches Zeitdokument. Bayern war das bierproduzierende Land schlechthin. Man hat wirklich schon früh angefangen, weltweit zu exportieren. Eigentlich überall hin. Es gibt Fotos von bayerischem Bier bei den Grenztruppen in Dar es Salaam, also in Übersee. Es gibt natürlich Fotos aus Hongkong, aus USA. Überall auf der Welt gibt es bayerisches Bier. Hier im Magazin lagern normalerweise alle diese wertvollen Zeitdokumente. Natürlich gibt es hier auch interessante Dinge, die nichts mit Bier zu tun haben. Wir haben hier das älteste Telefonbuch Münchens. In München ist das Telefon 1882 eingeführt worden und das Telefonbuch ist natürlich noch ziemlich dünn, weil es gab damals nur 145 Anschlüsse. Also die ersten, die sich in München per Telefon unterhalten konnten, waren nur 145. Das ist dann im Laufe der Zeit gewachsen, aber das Telefonbuch ist eben noch ganz dünn. Bis zum nächsten Tag der Archive in 2 Jahren liegt alles hier im Bayerischen Wirtschaftsarchiv wieder sicher verwahrt. Ja, das war's auch schon fast mit TV Bayern Live für heute. Gerade im Moment kämpft ja der FC Bayern gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund und es steht immer noch 0:0. Also, wir bleiben jetzt gleich mal dran. Jetzt gibt's die Wetteraussichten noch für Sie und nächste Woche sind wir natürlich wieder für Sie da. Ich sag schon mal, auf Wiedersehen, machen Sie's gut. Servus. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Echt Bayern. Bayern entdecken, erleben, genießen. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum Wetter. Für die nächsten mindestens 7 Tage müssen wir noch Geduld haben, denn so lange haben wir noch mit unterdurchschnittlichen Temperaturen für diese Jahreszeit zu tun. Also das ist das, was uns jetzt erstmal die nächste Woche bevorsteht, 7 oder 8 Tage. Im Laufe der Nacht, da kommt eine Front und sie hat dann wirklich mal wieder ihren Siegeszug parat von West nach Ost und zwar in Form von Regen und Schnee. Während es in den meisten Lagen nur leicht regnet, kann es hier von West nach Ost zu einem leichten Stau im Oberpfälzer und Bayerischen Wald kommen. Da kann es also mal für längere Zeit auch mal ein bisschen kräftiger schneien. Im Laufe der Nacht sinkt die Schneefallgrenze deutlich ab. Meistens haben wir es dann landesweit mit Werten um 0 Grad zu tun. Also Vorsicht, es kann dann natürlich sehr glatt werden. Schauen wir auf den Sonntag. Da wird es in Franken sehr häufig Schauer geben. Von Westen her gibt es immer wieder Nachschub und das Ganze bei 3 bis 5 Grad. Hier und da kann sich mal die Sonne zeigen, aber das meistens wirklich nur für wenige Momente. Dazu ein Wind meistens aus westlichen bis südwestlichen Richtungen, der meistens nur mäßig unterwegs ist. Es kann aber auch ein paar frischere Böen geben. Also das wirkt dann natürlich noch ein bisschen abkühlend. Richtung Oberpfälzerwald und Niederbayern haben wir es mit dem gleichen Spiel zu tun. Also immer wieder gibt es ein paar Schauer, die sich entwickeln. Ab 300, 400 Metern fällt dann oftmals Schnee. Und dazwischen gibt es ein paar sonnige Momente, aber nicht so richtig mal zum Durchatmen. Und auch da weht der Wind aus west- bis südwestlichen Richtungen meistens mäßig. Vielleicht mal ein paar frische Böen. Und Richtung Oberbayern, da haben wir es nur so Richtung Alpenrand mit ein bisschen mehr
trockenen Momenten zu tun. Auch hier zeigt sich die Sonne selten. Ansonsten, wenn wir dann Richtung Donau weiterschauen, da gibt es dann Schauer, wo sich ab und zu mal die Sonne zeigen kann, bei höchstens 6 Grad und der Wind hier teilweise frisch bis stark aus westlichen Richtungen. Am Montag, da wird es Richtung Nordfranken nachmittags etwas freundlicher. Am Dienstag müssen wir noch auf die Sonne warten. Es bleibt recht kühl und am Mittwoch, da kommt die Sonne endlich mal wieder zurück. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von Echt Bayern, wo Bayern echt und anders ist.